Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist Schwerhörigkeit und wie behandle ich das am besten? Und ich darf Herrn Dr. Patschke vom Städtischen Klinikum, Hals-Nasen-Ohren-Klinik begrüßen. Herr Dr. Patschke, ja, Schwerhörigkeit, wie behandle ich das? Das Ohr ist ein komplexes Organ, also muss es unterschiedliche Zugangswege geben, nicht? Also es gibt natürlich das jedem bekannte Hörgerät. Das ist auch das Wichtigste für die Altersschwerhörigkeit. Das ist jedem eigentlich ein Begriff. Auch junge Menschen können das natürlich benötigen. Aber es gibt auch andere Ursachen. Gerade in der Kindheit zum Beispiel kommt es ja häufig zu Mittelohrentzündungen. Die müssen behandelt werden. Nach denen muss man schauen. Da gibt es sehr sinnvolle Operationen, zum Beispiel die Polypenentfernung bei kleinen Kindern, die das verhindern kann, dass das Ohr langfristig in der Kindheit geschädigt wird. Also schon mal Prophylaxe, indem man eine frühe, gute medizinische Versorgung hat. Dann kann man natürlich immer zum HNO-Arzt gehen und banale Ursachen beheben lassen, wie einen Ohrenschmalzpropf herausholen lassen vom HNO-Arzt oder den auch auflösen mit so öligen Substanzen. Also das wäre das äußere Ohr jetzt, wenn man so genau, wenn man so quasi überlegt, der Schall muss ja durchs Ohr erstmal durch den Gehörgang zum Trommelfell, von dort über das Mittelohr zum Innenohr gelangen. Im Innenohr wird der Schall erstmal in Nervenimpulse umgewandelt und die werden dann über den Hörnerv zum Gehirn transportiert und dort hört man dann mit seinem Bewusstsein. Also zumindest drei Stationen. Ja, genau. Viele Stationen. Und jede Station kann gestört sein. Also genau. Also Ohrenschmalz außen. Das Trommelfell muss funktionieren, weil es muss ja schwingen. Und bei chronischen Ohrentzündungen, wie bei Kindern zum Beispiel, kann das Trommelfell komplett kaputt gegangen sein in der Kindheit. Und dann liegt natürlich eine Schwerhörigkeit vor. Und die Übertragung vom Trommelfell zum Innenohr, das sind diese winzig kleinen Gehörknöchelchen. Die können durch so eine Entzündung irgendwann auch kaputt gegangen sein. Dann haben die einfach keinen Kontakt mehr. Und dann schwingt das eine und das andere schwingt nicht mehr. Und dann kommt der Schall einfach nicht an im Innenohr. Was kann man jetzt da machen? Das heißt ja unterschiedliche Angangstherapien, wie man das machen kann. Also Mittelohr ist jetzt anders zu behandeln als sozusagen das Innenohr. Das ist richtig. Wenn der HNO-Arzt sich das Trommelfell anschaut, dann sieht er normalerweise gleich, ob dort ein Problem ist. Und wenn dort ein Problem vorliegt, kann man das in der Regel durch eine Operation sehr gut beheben. Das Trommelfell kann wieder repariert werden. Die Gehörknöchelchen können wieder über so winzig kleine Titanprothesen wieder Kontakt bekommen und können den Schall wieder aufs Innenohr leiten. Das heißt, Sie können solche kleinen Prothesen dort einbauen in das Innenohr? Genau, mit ganz hoher Vergrößerung, mit dem Mikroskop werden diese Operationen durchgeführt und da kann man dann eine Mittelohrschwerhörigkeit weitgehend beheben. Wann sollte man das denn machen? Sollte man das vielleicht schon frühzeitiger machen? In der Regel wird das gemacht, sobald es erkannt wird, weil es ja ein relativ leicht behebbares Problem ist. Keine große Operation, Standardoperation. Sollte man denn überhaupt bei Schwerhörigkeit, wenn es solche Ursachen hat, eher früher behandeln oder später behandeln? Also Schwerhörigkeit ist immer ein Problem, was unbedingt behandelt werden sollte, weil wenn ich meine Umgebung nicht mehr verstehe, dann fehlt mir Informationen, mir fehlt auch der Kontakt zu den Menschen. Und wenn das zum Beispiel im Alter dann immer stärker wird, dann wird diese Person isoliert. Und das Gehirn ist nur noch alleine, ja, ohne die Informationen von den Mitmenschen. Und das muss man verhindern. Nun gibt es ja sehr viele Formen von Hörgeräten. Wo helfen die denn? Wie setzt man die ein? Was kann man mit diesen Hörgeräten erreichen? Ich habe einen Freund, der sagt immer, schlecht hören kann ich gut. Und bevor er sein Hörgerät eingesetzt hat, dauert das ewig und er kommt dann nicht zum Zuge mehr und kann gar nicht mehr miteinander kommunizieren. Gut, also Hörgeräte sind schon sehr gut inzwischen, aber es ist auch nichts anderes als ein Mikrofon, eine Umwandlung des Signals in irgendeiner Form und ein Lautsprecher, der das dann wieder ins Ohr abgibt, verstärkt. Unter Umständen halt auf eine intelligente Art verstärkt, aber es ist auch nur ein Verstärker. Wenn das Ohr innen drin taub ist, dann kann man irgendwann auch nichts mehr hören. Dann bringt der Verstärker nichts mehr. Was für Implantate gibt es noch? Da gibt es doch auch irgendwelche Dinge, die man einbauen kann. Also wenn das Ohr komplett ertaubt ist, gibt es ein Implantat, mit dem man ein taubes Ohr wieder hörend machen kann. Das ist das Cochlea-Implantat. Ja. Da wird eine Elektrode in die Hörschnecke eingebracht über eine Operation. Und dann werden über diese Elektroden elektrische Impulse direkt an den Hörnerven gegeben, sodass man keinen Schall mehr braucht. Man braucht nur noch ein elektrisches Signal und damit kann man
ertaubte Personen wieder hörend machen oder auch Babys, die taub zur Welt kommen, ein normales Leben mit normaler Schule, Studium, normale Entwicklung ermöglichen, die früher in die Taubstummschule gehen mussten. Das ist ja faszinierend. Also man kann auch den nicht mehr Hörenden wieder zum Hören bringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Das war spannend. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Also man kann noch viel tun, wenn man es rechtzeitig erkennt. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.